Ich wurde geboren, um die Erleuchtung zu erlangen und alle Lebewesen vom Leid zu befreien. Als unter einem, der so alt war wie dieser. Lama? Lama, ist das wahr? Sah Siddharthas Baum so aus wie dieser? Möglich. Wahrscheinlich war er so groß und so alt. Es geschah außerhalb eines kleinen Dorfes mit Namen Bodh Gaya. Siddhartha saß unter einem großen Baum. Unter einem Baum wie diesem. Er hatte den mittleren Weg gefunden. Sein Körper war wieder gesund und stark. Da sah er, wie sich ihm 5 Mädchen näherten. Sie sahen aus wie unschuldige Dorfmädchen, aber in Wirklichkeit waren es die 5 Töchter des Mara, des Herrn der Finsternis. Sie waren die Verkörperungen von Stolz, von Gier, von Furcht, von Unwissenheit und von Begehr. Mara hatte sie geschickt, um Siddhartha zu verführen. Ihn von seiner Suche abzubringen.
Ich will näher ran. Mara hatte mit großer Schlauheit versucht, Siddhartha zu verführen. Er hatte die Versuchungen des Lebens ganz einfach und natürlich verschleiert. Aber Siddhartha sah durch den Schleier hindurch, weit über die Gegenwart hinaus. Und nun wurde Mara zornig. Was heißt meditieren? Es ist ein Zustand völliger Entspanntheit. Du machst dich frei, du trennst dich von allem um dich herum. Dein Geist wird wie ein Vogel so frei. Dann kannst du deine Gedanken sehen, als ob sie fliegen, wie dahinziehende Wolken. So. Wenn wir alle unsere Fähigkeit zu meditieren vollkommen machen könnten, dann würden wir auch alle erleuchtet werden. Nein, er war ein wirklicher Mensch. Wie Jesus? Ja, so ähnlich wie Jesus. Er kam nur viel früher auf die Welt. Es gibt getrennte Manifestationen des Körpers, der Sprache und des Geistes. Doch keine dieser drei existiert ohne die andere. So wie wir alle voneinander abhängen. Wie unsere Welt vom Universum abhängt. Denkt immer daran. Das Wichtigste von allem ist, dass ihr Mitleid empfindet für alle Wesen. Was man selbst ist, zu geben. Und vor allem anderen das Wissen weiterzugeben. Wie der Buddha. Besiegt. Aber in Wirklichkeit hatte er den Kampf noch nicht aufgegeben. Er versuchte es auf eine andere Weise.
bist, wohin keiner wagt zu gehen. Willst du mein Gott sein, Architekt? Gut, dass ich dir begegne. Du wirst dein Haus nicht wieder aufbauen. Aber nur ich bin dein Haus. Und du lebst in mir. Du bist nur mein Spiegelbild. Du bist nicht mein wahres Ich. Du existierst nicht. Die Erde ist mein Zeuge. Allein durch die Kraft seiner Liebe zu allen Lebewesen und weil er in sich sein Mitleid mit ihnen gefunden hatte, gewann Siddhartha die Schlacht gegen das Heer der Dämonen. Er hatte die totale Stille in sich erreicht, ohne die die Loslösung von allen Gefühlen nicht möglich ist. Er war über sein irdisches Ich hinausgelangt. Er war jenseits von Freude oder Leid, weit weg von den Geschäften der Welt. Er war imstande, sich zu erinnern, dass er früher einmal ein Mädchen gewesen war. Ein Delfin, ein Baum, ein Affe. Er entsann sich seiner allerersten Geburt und der Millionen, die ihr gefolgt waren. Er sah weit über das Universum hinaus. Siddhartha hatte erkannt, was die endgültige Wirklichkeit aller Dinge ist. Er hatte verstanden, dass jede Bewegung im Universum ihre Ursache und ihren Sinn hat. Ihm war bewusst geworden, dass es keine Erlösung gibt, ohne das eigene Mitleid mit jedem anderen Wesen. Von nun an wurde Siddhartha der Buddha genannt. Das heißt, der Erwachte.